Was geht, Freunde? Willkommen bei einer neuen Folge von My Lenkrad. Wir haben heute den fetten BMW hier. Das ist Lenkrad F-Reihe. Und dieser Kunde möchte unbedingt hier blaue Markierung. Passend zu seinem Auto. Seid dabei. Los geht's. Move, left to right. Show me what you moving like. Ooh, feeling right. Keep it moving side to side. Ooh, roll the dice. Oh, you wanna try. Ooh. Was geht denn? Heute wieder Hollywood. Ich sag's euch, wir haben heute den Ardo da. Servus. Wir haben heute seinen wunderschönen BMW hier. Alex, zeig das Ding. Ein wunderschönes Auto. Ardo hat natürlich auch ein bisschen rumgespielt. So, ich sehe schon an den Lichtern. Hast du hier schon ein bisschen was gemacht, oder? Sind das solche? Das ist eine Folie. Ist eine Folie? Ja, ist eine Folie. Hast du die selber drauf gemacht? Ja, habe ich selber drauf gemacht. Geil. Mach den Blick etwas aggressiver. Weil das ist ja das Ziel der jungen Menschen, dass man ein richtig bulliges, böses Auto hat. Und das wollte Ardo damit vermitteln. Geil. Wir haben schöne Carbonspiegel. Sieht man auch hier. Das ist so China-Müll, oder? Ja, das ist so China. Geil. Da wollte man mal ein bisschen sparen. Geil. Ja, du, scheiß drauf. Aber Ardo ist natürlich wegen seinem Lenkrad da, aber wir sprechen anfangs erstmal ein bisschen übers Auto, damit wir so ein bisschen das Gefühl dafür bekommen, was haben wir. Dass wir nachher auch das Interieurdesign so ein bisschen auf Exterieur, dass wir da so eine schöne Harmonie schaffen. Machen wir immer. Was steht denn da drauf, Ardo? Was heißt das? Stake out from the Crown. Crown so mäßig, hebt dich von der Masse ab. Ah, deswegen ist es bei uns, Alter. Ganz kurz, Alex, damit die Leute auch wissen, wir haben ganz tolles Wetter. Ihr seht, wir arbeiten bei Regen. Wir arbeiten immer. Egal ob Regen schneit, selbst wenn die Welt untergeht, wir machen immer noch Lenkrad, oder Alex? Das ist doch das Ziel von uns. Ja, und Kamera läuft auch. Und Kamera läuft auch immer. Das ist Standard. Wir haben ultra viel Leistung. Ein 16er Diesel. Aber ist trotzdem eine coole Karre. Ich meine, leistungstechnisch, Alex, ist das ja wurscht. Weißt du? Kannst du machen, was du willst. Mach trotzdem Bock. Das Wichtige, warum die Leute überhaupt zu uns kommen. Die wollen sehen, was wir Tolles machen. Und ich habe mir heute für den Ardo ein richtig geiles Projekt überlegt. Oh, Schlüssel ist zu. Er hat mir auch seinen Schlüssel schon gegeben. Guckt euch mal das an. Transformer-Schlüssel, Alter. Ich habe vorhin schon gedacht, das Ding macht plötzlich und ist so ein kleines Minicar, Alter. So, machen wir auf das Ding. Standard BMW-Lenkrad. Aus der F-Serie. Darüber brauchen wir nicht quatschen. Das Ding, Alex, wenn du es mal ein bisschen näher hier ranzoomst, da merkst du schon, die ganze Oberfläche hier löst sich komplett auf. Das heißt, wir haben kleine Lederrisse. Das heißt, die Oberfläche, der Topcoat, die Oberfläche von des Leders ist durch Fett, durch Belastung, ist einfach ein bisschen aufgerissen. Der Topcoat ist beschädigt und dadurch entstehen solche kleinen Falten. Einfach eine Beschädigung, die wo nachher, wenn man da ein bisschen rumreibt, kann es auch echt gut sein, man hat da irgendwelchen Scheiß am Finger. Deswegen machen wir das Lenkrad heute neu. Ich sehe schon, der Ardo, der hat auch nicht gespart. Wir haben schon überall hier so ein bisschen, wir haben hier offenporiges Carbon. Das ist die, Ardo, hast du es gekauft bei BMW direkt, oder? Ja, bei BMW direkt. Bei wem auch der M-Performance-Schalter, das ist alles M-Performance. M-Performance Mittelkonsole oder Mittelarmlehne, M-Performance Schaltzack mit dem offenporigen Carbon, haben wir schon gesagt, und hier auch offenporiges Carbon. Deswegen habe ich mir überlegt für den Ardo heute, dass wir diese Blende auch offenporig machen. Weil diese Blende, das muss ich zeigen, löst sich schon in Luft auf. Guck mal, die kann ich einfach rausnehmen. Alter, was ist das? Ardo, hey, du bist ein geiler Tipp, Mann. Ich schwör's dir. Ich mach die mal wieder provisorisch rein, wenn das für dich in Ordnung ist. Ey, ich raste aus, Alter. Ach, ja, okay. Schwarzes Emblem. Sieht auch fresh aus. Wir haben so ein paar blaue Akzente. Das heißt, wir haben so einen blauen Start-Stopp-Knopf. Der ist nachgerüstet. Markierungstechnisch, ja, oder? Dass wir die Markierung in so einem Blau absetzen, dass es ungefähr harmoniert. Und dann, was hast du überlegt, Ardo? Kannst du mir das nochmal ganz kurz überlegt habe ich mir oben, unten Glattleder in Schwarz. Okay. Rechts, links Alcantara anthraziert, weil es passt dann noch mit dem Innenraum. Passt mit dem Innenraum. Man muss dazu sagen, aber gleich, deine Mittelkonsole M-Performance ist immer Alcantara-T-Shirts. Das okay. Ist Alcantara-Schwarz, das ist nicht Anthrazit. Der Schaltknopf, Handbremse und Armlehne sind alles Alcantara-Schwarz. Das ist nicht Anthrazit. Das müssen wir uns mal angucken, was da harmoniert. Ja. Ich meine, du bist auch ein krasser Folientuner. Alex, zieh dir mal das rein. Der Ardo hat gemeint, ich mache es hier noch ein bisschen Folie. Ist sogar gar nicht schlecht gemacht. Alter, hast du da so einen Schaumstoff drunter oder was? Ja, das ist mit so einem Schaumstoffrücken. Echt? Okay. Leicht ein Fluffy. Ist irgendwie geil. Ist in Ordnung, aber unser Alcantara ist natürlich schon ein bisschen besser. Hey, ja, schlimm bin ich eigentlich. Wir machen den Griffbereich. Den trennen wir schön ein, machen hier Alcantara, gucken wir gleich wegen der Farbe. Oben und Nappa-Leder, setzen wir die Trennliste, dass wir einen schönen Segmentaufbau haben. Markierung machen wir in Blau,
passend zu unserem Start-Stop. Und wir gucken, dass wir die Naht wieder aufgreifen, oder? Genau. Die M-Performance-Naht. Also wir haben hier, M-Performance macht das ganz cool, die haben hier einen Kreuzstich. Und den setzen wir genau gleich ins Lenkrad, gleiche Farbe. Was man dazu sagen muss, wenn man das M-Performance, Alex, das ist wichtig, wenn man das M-Performance-Lenkrad kauft bei BMW, direkt kannst du überall kaufen, was weiß ich wo, da bist du ja auch deine 700, 800 Steine weg. Ja, sogar noch mehr. Genau, manchmal sogar noch mehr. Das heißt, Alex, wir zaubern heute wieder ein Lenkrad, kosteneffizient, wie immer. Wenn du überlegst, bei uns kostet das Ding nachher, sind wir ungefähr bei 300 Euro. Mhm. Und der junge Herr spart sich natürlich wieder 400, 500 Euro, Alter. Und deswegen sind sie da. Und die Quali ist im Abstand noch krasser. Es war lyrisch falsch ausgedrückt, aber ihr wisst, was ich meine. Schauen wir uns das Material an. Also erstmal, Alex, wir haben hier die Blende. Die habe ich nämlich vorhin gesehen und habe gesagt, Ardo, die passt doch bei dir perfekt rein. Wir haben hier eine Blende, offenporiges Carbon. Haben wir selber gemacht, mega geil. Die Blende machen wir nachher rein. Dann haben wir Alcantara, Anthrazit und Schwarz. Das gucken wir uns kurz an, Ardo, weil das ist ein wichtiger Punkt. Nicht, dass wir nachher bei dir was falsch machen, ja. Und du nachher sagst, du möchtest doch Anthrazit. Und sagst, hey, sag mal, was macht der? Wir haben hier, holen wir mal die kompletten Rollen raus hier. Feinstes, geiles Alcantara. Boah. Ja, das ist schon geil, oder? Das ist richtig geil. Wir können mal ein Stückchen rausschneiden, das mache ich natürlich nur für dich. Und dann gucken wir uns mal kurz an, wie das Alcantara, welches Alcantara besser zu deinen Interieurteilen passt. Zu seinen Sitzen passt natürlich das Anthrazit so tatsächlich schon ein bisschen besser. Gucken wir es aber hier hin, merkt ihr, voilà, oh, ist doch das Schwarze. Weil es wirklich das originale Alcantara von BMW ist. Deswegen, das musst du überlegen, Ardo, was sagst du? Dann sagst du mehr Schwarz, ja. Dass das alles so ein bisschen harmonischer ist, gell? Weil dann hast du die gleiche Farbe überall so. Dann sieht es viel besser aus. Ja, das denke ich auch. Gute Entscheidung. Genau der gleiche Blauton, wo das BMW-Symbol hat. Mhm. Dieser Blauton. Du kannst natürlich auch ein bisschen dunkler gehen, aber ich glaube, der passt schon gut. Gell? Sagen wir uns auch noch kurz. Alles gucken wir uns auch noch an. Passt auch zu dem hier tatsächlich, schau mal. Ja, denkt man gar nicht, passt eigentlich auch schon ganz geil. Hier stimmig ist, wenn er drin sitzt, dass es genau passt. Und da finde ich, passt diese Farbe einmal Fifi. Was sagst du? Die passt perfekt. Oder? Ja, die passt dazu auch. Perfekt. Sag ich auch, Alter. Machen wir das Ding hier rein und hat dann nachher die fette Markierung hier drin. Wir wissen, was wir machen müssen, Alex. Und ich würde vorschlagen, wir beginnen jetzt mit der Fertigung. Wir brauchen ungefähr 3 Stunden ungefähr mit Blende wechseln und so, ja, aber die 3 Stunden kannst du hier so ein bisschen in der Stadt aufhalten. Es gibt so ein paar Cafés, das zeige ich dir aber nachher. Okay, perfekt. Und Alex, wir gehen rein und fangen an mit der Fertigung. Was sagst du? Bist du bereit? Ja, let's go. Ja, let's go. Okay. Maul. Und deswegen mache ich, genau Leute, das habt ihr mitbekommen, deswegen mache ich manche Batterie weg. Auch nur für meine Nachbarn, Alter. Weil wegmachen brauchen wir das auch nicht. Voila, da ist unser Airbag. So. Dann machen wir das hier. Oh, Junge. Warum war das so fest, ey? Oh, was für eine Qual wieder. Da ist unsere Schraube. Die machen wir es mal hier rein. Lenkrad gucken wir uns an, das Ding sitzt eigentlich ganz gut. Guck dir mal das Ding an, ja. So sieht das ganze Interieur hier aus. Das ist unser Stecker für die Multifunktion. Hier wäre eigentlich Lenkradheizung, aber das hat er nicht. Machen wir kleine Markierung rein. Und los geht's. 3, 2, 1. So, da ist es. Los geht's, Alex. Spange, die können wir ja sowieso schon rausnehmen. Ja, Junge, was hat der da gemacht, Alter? Hat der da die Dinger abgebrochen oder was? Ja, Mann. Der hat das alles abgebrochen hier. Guck mal, das sind die ganzen Stifte. Wahrscheinlich wollte er die auch mit Folie beziehen oder was weiß ich was, Alter. So, Freunde, BMW fertig. Ist das wild geworden? Ja, auf jeden Fall. Ja? 100%. Ja? Ich habe schon mal gesehen. Du hast schon gesehen? Ja, das ist auch geil, Alter.
Das ist echt geil. Aber du darfst nicht anschauen. Ja, noch nicht. Noch nicht, mein Freund. So, jetzt ziehen wir die Möhre an. Heute ein bisschen Zeitdruck, Alex. Du hast gesehen, also wir machen keine halben Sachen. Ja. Da noch ein BMW, da noch eine was ist das? E55, Alter. Leckt mich am Arsch, ey. Da geht's ab ohne Ende. Hier haben wir noch unseren Airbag. Und noch, auch noch rein die Möhren. Los geht's. Der wird es kurz hupen. Nicht erschrecken. Nix erschrecken. So, ja, komm, beruhig dich. Ich schmeiß mal an das Ding. Oh, der Diesel. Der Diesel, der hört sich geil an. So. Ardo, setz dich in das Auto, guck dir dein Lenkrad an. Und werde glücklich. Komm, mein Freund. Boah. Geil, oder? Alter. Der Hammer. Ja. Was sagst du auch mit der Blende unten? Die ist richtig, kommt geil. Krass, die, gell? Passt, die passt perfekt zum Innenraum. Ja, Mann. Feier ich auch, ey. Alter, wie geil. Sieh's mal. Richtig, Alter, ich bin gerade geflasht. Ja? Das freut mich. Hammer. Ja, du, jetzt haben wir deine komische Eierblende da weg. Jetzt hast du eine neue Blende unten drin. Das ist sogar eine ganz neue Blende, siehst du mal? Die ganze Blende kommt ja von uns, die ist komplett neu. Boah, die ist richtig schon geil. Die passt perfekt dazu. Hammer Arbeit. Danke dir, danke dir. Ihr wisst ja, bei uns gibt es immer geile Sachen, Alter. Standard. Was auch nicht. Warum auch nicht? Oder Alex, wir haben unser Geschäft getan für heute, oder? Ja, ja. Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ihr seid die geilsten. Wartet einfach auf unsere nächste Folge, oder? Die kommt bald. Ja, und dann kommt da kommen Autos auf euch zu. Junge, unglaublich. Also viel Spaß, danke euch.